Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt von zu meinem neuen Let's Play von Shadow of the Tomb Raider. Erstmal die Option. Ja, Ton. So, das ist schon eher. Da würde ich sagen mal neues Spiel. Ich nehme eine normale Schwierigkeit. Und meine Konsole wird laut. Ich hoffe, ich habe die Lautstärke auch so passend hingestellt. Okay. So etwas kam auch immer im Assassin's Creed vor. Okay. Der Controller vibriert. Okay. Übrigens ist es blind. Der ist erst vor kurzem rausgekommen. Es gibt keine Fallschirme! Ich weiß! Wir müssen rausbringen! Spinnst du? Vergiss es! Jonah, wir müssen! Lara, bist du völlig verrückt geworden? Wir haben keine Wahl! Spring doch nicht aus dem Flugzeug! Los, mach inne. Au. Das fängt ja gut an. Das fängt ja wirklich gut an. Jonah, hörst du mich? Verdammt. Hm.
Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Okay. Die Frage ist, wie ist das überhaupt passiert? Scheiße. Oh, ich kann spielen. Klettern, 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 klettern. So, kletter rauf. Wow. Das sieht schon fast wie der echte vom Felswand aus. Oh. Was ist da eigentlich los? Ich weiß zwar grob, um was es geht, aber wo genau wir jetzt sind, weiß ich nicht. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir okay. uns ansehen. Ah, hier raufklettern. Wow. Wenn ich das schon sehe, da würde ich selber nicht klettern. Oh mein. Oh. Habe ich es vielleicht ein bisschen zu hell eingestellt? So, komm rauf da, Lara. Komm. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs. Okay. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Was ist das hier? Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm.
Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Okay. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Nein, das braucht ich nicht! Komm jetzt! Oh Mann, das war knapp! Los, los! Schnell! Komm schon! Ja? Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Ja. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Ist er? Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Hm. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Hm. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus, aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts, besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Boah, warum kommen immer diese Nachrichten? Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. 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 Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen.
Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Grazie, Jonah. Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Jo, ja. Karte. Das viele Essen lässt meinen Magen knurren. Du hättest was essen sollen. Ich war zu aufgeregt. Wie üblich. Ja. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Nee. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ah, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Okay, Schleichmission. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Verzeihung. Also, ich muss da hinten hin. Haben Sie den Hohen Rat kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Okay, der ist der Chef. Ja, ja, du hast recht. Disculpe, Senkita. Mein Fehler. Okay. Also, ich muss ihnen jetzt die ganze Zeit folgen, ne? Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Oh ja. Die Seitengasse ist gut eigentlich zu nutzen. Da sieht man ja weniger. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig. Danke. Wir sollten gehen. Ja. Ich werde sie trotzdem weiter im Auge behalten. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Ich bin aber schon drin. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Ah! Lo siento! Keine Sorge.
Lauf. Spiel. Okay. Städte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Okay. Nächste Phase. Was soll das heißen? Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Ich glaube, ich gehe ja schon in die richtige Richtung. In den Dschungel. Bogen. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Es ist deine Schuld. Okay. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück. Irgendwelche letzten Worte? Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Wieso habe ich denn eben die verfehlt? Ich tue dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Okay. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Oh ja, Ressourcenkisten. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Oh ja. Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.